Jesus. Ist egal. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem Fahrrad. Yes! In dieser Folge bin ich gar nicht im Auto. Ich baller zu Vito in die Werkstatt. Es passiert ungefähr sowas hier. So, jetzt kommt der Moment, wo man sich denkt, oh nein. Wir machen das jetzt so, wir rufen mal Vito an. Hallo Robin. Vito, bist du's? Hast du einen Östrogenschub bekommen? Ich brauche nichts sagen. Ihr wisst, ich fühle jetzt genauso wie ihr. Ja. Dann, ihr könnt mir ja nicht nur beim Fahrradfahren zugucken. Ich zeige euch mal das bescheidenste Verkehrszeichen, das ich kenne. Das sieht nämlich so aus. Pass auf. Jetzt einfach dranbleiben. Und nach dem Intro sehen wir uns. Normalerweise bringe ich Vito auch immer was mit, aber heute irgendwie hoffe ich, dass Vito eine Apfelschorle hat oder so. Boah, guck mal hier, pass auf, jetzt fahre ich hier und auf einmal Fahrschule. Also wenn ich mal eine Fahrschule hätte, dann hätte ich auch gerne so eine. Das Wichtigste im Leben ist, man muss auch mal mutig sein. Also so eine Fahrradtour, die kann unter Umständen auch gefährlich werden. Straßenverkehr, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist auch ein Stoppschild, pass auf. Stopp. Seitlich umfahren. Und da lauert schon die fast tödliche Gefahr. Eichenpräzisionsspinner. Oh, die Gefahr ist groß. Wunderschön hier, oder? Man könnte denken, wir haben nur Felder hier im Ruhrgebiet. Ein Traum. Ja, ein Traum in Braun. So, Freunde, wir sind da. Ich hoffe, Vito ist auch da. So, jetzt kommt der Moment, wo man sich denkt, oh nein. Kennt ihr das, wenn ihr verabredet und dann irgendwie, wir machen das jetzt so, wir rufen mal Vito an. Hallo Robin. Vito, bist du's? Hast du einen Östrogenschub bekommen? Ja, genau. Stimmt, Bro. Ach, das ist cool, ja, weil ich bin mit meinem Fahrrad zur Firma Wima gefahren. Okay. Ja, aber ist zu hier. Soll ich über den Zaun klettern? Er hat ja irgendwie gesagt, 15 Uhr, glaube ich, oder? Aber ich, auch wenn du über den Zaun fährst, alles ist zu, auch die Türen. Ja, also wir bräuchten aber, glaube ich, so 25 Minuten bräuchten wir auf jeden Fall, wenn wir losfahren. Ja, dann gucke ich. Ach, boah, ein Dortmund-Brakel. Ja. Ach, boah. Ja, dann mache ich jetzt erstmal eine Fahrradtour wieder zurück zu mir. Alles gut, gib ihm trotzdem ein Küsschen von mir. Ja, mache ich. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Ich brauche nichts sagen. Ihr wisst, ich fühle jetzt genauso wie ihr. Ja. Ich hole mir erstmal ein Eis. Oder eine Cola. Oder ein Eis. Oder eine Cola. Wir werden sehen. Das mit Vito ist ja wohl nichts geworden. Dann machen wir Folgendes.
damit wir auch ein bisschen Content haben. Ihr könnt mir ja nicht nur... gefährlich. Ihr könnt mir ja nicht nur beim Fahrradfahren zugucken. Ich zeige euch mal das bescheidenste Verkehrszeichen, das ich kenne. Das sieht nämlich so aus. Pass auf. Jetzt. Unten die Zone. Ich sage euch auch, warum das bescheidenste Verkehrszeichen ist. Falls euch das aufgefallen ist, da drüber ist ja dieses 30-Zone-Ding, ne? Und viele Fahrschüler in der Prüfung, die fahren dann in so eine Zone rein, so wie wir ja jetzt auch, ist übrigens so eine eingeschränkte Haltverbotszone. Das bedeutet, du darfst nur in gekennzeichneten Flächen parken. So wie diese Fahrzeuge hier. Guck mal, wie gut die parken hier alle in so... Da sieht man das. Das Problem ist, wenn die Zone wieder aufgehoben wird und dann verwechseln viele das Schild Ende der eingeschränkten Haltverbotszone mit Ende der 30-Zone. Und dann hast du ein Problem. So, guck mal, hier ist noch eine schöne Fläche. Boah, da könnte man jetzt drin parken. Wow. Aber darum geht es ja gar nicht. So, wenn das Auto nämlich weg ist, zeige ich euch das Verkehrsschild hier. Seht ihr das? Das. Das sieht nämlich aus wie Ende der 30-Zone. Die ist aber gar nicht zu Ende. Ha! So. Und wenn ihr jetzt nämlich Ende der 30-Zone macht und gebt hier richtig Gas, dann Prüfung zu Ende. So. Ja. Haben wir in der Folge doch noch ein bisschen Content produziert. Oh, Vorsicht, keine Kratzer machen. Haben wir in dieser Folge doch noch ein bisschen Content produziert. Ja, dann würde ich sagen, falls euch das gefallen hat, Like-Button drücken und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht in der Werkstatt bei Vito Mandala, Hashtag Datenschutzverordnung, Hashtag VIMA. Alles klar, passt auf euch auf, ich hab euch lieb, tschüss. Puh.